Und dann haben wir ziemlich schnell ein Nutzungskonzept mit verschiedensten Ideen, da sind wir auch flexibel, erarbeitet. Das haben wir mit den Stadtverordneten besprochen und sind jetzt soweit, und ich danke auch allen den Stadtverordneten, dass wir mit großer Mehrheit gestern beschlossen haben, diese Verkaufsverhandlungen intensiv zu führen. Und gleichzeitig, das glaube ich, interessiert viele Cottbusserinnen und Cottbusser, wo kommt denn das Geld her? Es gibt immer die Möglichkeit, einen Investitionskredit aufzunehmen. Allerdings, das will ich an dieser Stelle auch klar sagen, nicht für freiwillige Leistungen, beispielsweise eben nicht für den Schulneubau oder für Straßen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, wenn man wirtschaftlich darstellt, dass man den Haushalt sogar noch entlastet mittelfristig. Dafür gibt es die Möglichkeit eines Investitionskredites. Da haben wir uns jetzt auf den Weg gemacht, da haben wir das Votum bekommen von den Stadtverordneten, sind in engen Absprachen mit der Kommunalaufsicht. Die prüft das nochmal und wird es dann bestätigen. Das wäre dann sozusagen der zweite Schritt. Und der dritte Schritt wäre, dass wir dann Eigentümer von der Immobilie und dem Grundstück werden. Die Summe, die dafür aufgerufen wird, ist nämlich unerheblich klein, 50 Millionen für Kauf und ersten Sanierung. Wo kommt denn das Geld plötzlich her? Kredit aufnehmen ist ja das eine, aber man muss auch kreditwürdig sein. Liegt es wirklich an dieser Refinanzierung, die dargestellt ist, oder spart die Stadt Cottbus dadurch enorm Mieten ein? Also ich glaube, jeder von uns weiß es, der hat sich schon mal im Leben damit beschäftigt, zahle ich Miete oder kaufe ich einfach eine Eigentumswohnung oder ein Haus. Und so ähnlich ist das auch für eine Verwaltung, sich zu überlegen, seit vielen, vielen Jahren sind wir Mieter. Wir zahlen dort auch jährlich einen Millionenbetrag, weit über zwei Millionen für angemietete Flächen. Das alleine, glaube ich, kann jeder nachvollziehen, hat uns schon viele, viele Jahre bewegt, auch selber wieder Eigentum zu erwerben. Gleichzeitig kennt auch jeder die Situation, das ist in der Innenstadt, das ist super erschlossen. Es wird ja auch eine Mischnutzung geben, wenn uns das gelingt, die zwei anderen Haken noch zu bekommen. Und all das zusammenfassend haben wir erarbeitet und können auch wirtschaftlich darstellen, dass dieser Investitionskredit beispielsweise durch Mieteinsparungen, weil wir dann einfach andere Flächen leerziehen und gleichzeitig natürlich auch Mieteinnahmen, wir sind ja dann selber Vermieter, auch generieren. Das alleine führt zu einer Wirtschaftlichkeit, die liegt jetzt vor. Dann ist das Ganze genehmigungsfähig, das ist der Grundsatz, und dann können wir loslegen. Genau, um das mal kurz das Ganze zu betrachten, also die Adlergruppe, die ja ungefähr die Hälfte, was man so hört, der Fläche eigentlich mieten wollte vom bisherigen Eigentümer, bleibt an Bord, Mietverträge bleiben bestehen. Die Mitarbeiter von Galeria Kaufhof werden durch Aachener oder durch Regionalunternehmen übernommen oder durch die Stadtverwaltung. Also auch da gibt es kein Loch oder kein, ja, da gibt es eine Zukunft. Genau, das ist ganz wichtig, und deshalb haben wir, ich bitte da auch um Verständnis, das eine oder andere auch vielleicht im Verborgenen tun müssen, um wirklich ziemlich schnell dorthin zu kommen. Es ist eine historische Möglichkeit, es ist aber auch ein enges Zeitfenster, und das nutzen wir gerade gemeinsam, und deshalb nochmal Daumen drücken für die zwei weiteren Haken, die notwendig sind, und dann hat nicht nur dieser Standort eine gute Zukunft, sondern die gesamte Innenstadt, und gleichzeitig entlasten wir mittelfristig unseren Haushalt. Dann nehmen wir uns mit, wie ist denn der ungefähre Zeitraum, bis da die ersten städtischen Sachen drin sind? Ja, also ich bin erstmal natürlich froh, wenn wir dann Tatsache Eigentümer sind. Dann gleichzeitig, auch das haben wir mit der Aachener Group abgesprochen, dass unser gemeinsamer Wunsch ist, möglichst nach der Schließung durch die Galeria Kaufhof einen, ich will nicht sagen nahtlosen Übergang, ich glaube, das kann jeder verstehen, wenn man mal eine Wohnung aufgibt und es gibt einen Nachmieter, aber dass da nicht viele Wochen vergehen. Und gleichzeitig, auch da sind wir dran, dass wir Fördermittel akquirieren. Wir werden eine Planung machen, weil wir jetzt nur nicht unbedingt ganz viel Erfahrung darin haben, ein Kaufhaus umzubauen. Das will ich auch deutlich machen. Und dort wird es auch Stufen geben, wo wir einziehen. Es gibt Sachen, die einfacher machbar sind. Viele Cottbusserinnen und Cottbusser kennen das Stadtarchiv und auch den Zustand. Ich glaube, das kann ein Anfang sein. Aber dort jetzt einen ganz genauen Zeitplan zu geben, das wäre aus meiner Sicht ein bisschen unseriös, weil wir natürlich da das eine oder andere auch machen müssen. Und jeder, der schon mal einen Umzug gemacht hat, weiß, es muss nicht nur renoviert werden, das muss organisiert werden. Und wir werden dieses Jahr zeigen, dass der Standort belebt wird. Und wir werden dann selber Schritt für Schritt und stufenweise in den nächsten Monaten und auch Jahren umziehen. Ich habe das Stadtarchiv schon erwähnt. Welche Ideen gibt es denn noch? Wie soll das Galerie Kaufhof durch die Stadt belebt werden? Wichtig war, dass wir von Anfang an natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezogen hat, die es treffen könnte, im Positiven wie im Negativen. Das will ich an der Stelle sagen, das hat mich sehr gefreut, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich
und vor allen Dingen sehr positiv dieser Veränderung. Wer schon mal im Technischen Rathaus war oder im Stadtarchiv, kann das, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Die Umstände, unter denen dort die Bürgerinnen und Bürger mit unseren Kollegen der Stadtverwaltung in Kontakt treten, sind verbesserungswürdig, und das könnten wir in diesem Zusammenhang natürlich auch lösen. Also konkret Bürgerzentrum für Neue Galeria Kaufhof, Rathaus, Kaufhaus, wie auch immer man das da nennen wird, Namenswettbewerb wird es ja vielleicht auch noch geben. Und ja, wie viel Fläche will die Stadt Cottbus in Anspruch nehmen? Natürlich, das kann man sagen, momentan sind wir bei knapp 23.000 Quadratmetern, die wir selber bei Dritten anmieten. Das werden wir nicht alles und wenn dann auch nur stufenweise schaffen, in dem Gebäude, wenn wir Eigentümer sind, zu nutzen. Und gleichzeitig will ich an dieser Stelle auch sagen, wir werden auch eine Flexibilität auch bei der Umgestaltung nicht nur brauchen, sondern auch beim Nutzungskonzept, weil es natürlich extrem viele Anfragen jetzt schon gibt, was ich auch gesagt habe, für Zwischennutzung von anderen Einrichtungen, die alle in Cottbus Verwaltungseinheiten, Verwaltungsmöglichkeiten suchen, und da sind wir auch in guten Gesprächen. Die ersten Reaktionen auf die Nachricht gestern waren gemischt. Einige freuen sich, andere sagen, man hängt an dem Kaufhaus als Gebäude auf, aber es steht unter Denkmalschutz. Das heißt, man muss auch gucken, was man noch verändern kann, da gerade an der Außenhülle, oder? Weil die ist aus den 60ern. Das ist richtig, und auch da will ich sagen, bin ich der Verwaltung dankbar, dass wir natürlich auch schon mit dem Denkmalschutz und auch mit einer Förderkulisse, die sich dazu anbietet, mit dem Bund im Gespräch sind, weil wir natürlich wissen, wir müssen auch von außen Sachen unter dem Aspekt des Denkmalschutzes, aber auch Tatsache von einfachen Renovierungsarbeiten bis hin, wie gestalten wir ein Gebäude, wo wir noch einen Namen suchen, wo Verwaltung, wo Kaufen eine Rolle spielt. Aber das Wichtigste ist, dass die Cottbusinnen und Cottbusser merken, dort ist Leben in der Bude. Und wie können wir das natürlich auch nach außen durch die Hülle darstellen? Auch dort sind wir auf einem guten Weg, aber auch dort bitte ich wirklich noch um etwas Geduld. Mal ganz kurz ungefähre Zahlen, weil Sie sagen, besucherstarke Sachen sollen nur rein von der Stadtverwaltung aus. Das lässt ja auch Innenstadthändler aufhorchen, aus Blechengerät aufhorchen, wer da vielleicht als neuer künftiger Konsument mit da sein könnte. Aber wie viele Personen etwa sprechen wir denn, die dann also künftig durchgehen sollen? Ja, wir haben natürlich Messungen, die uns auch vorliegen, ob das jetzt der Bürgerservice ist oder die Stadtbibliothek beispielsweise, die Kolleginnen und Kollegen der Stadtbibliothek unterstützen diese Idee ganz stark, weil sie selber auch sagen, das ist eine Win-Win-Situation. Wir haben jetzt schon gute Besucherzahlen, aber können die natürlich durch die Lage und vielleicht durch das Kombinieren von Einkaufen und von Bibliotheksbesuch, von Besuchen in der Verwaltung auch noch nach oben schrauben. Wir gehen aber davon aus, dass wir selber alleine durch unsere Verwaltungseinheiten mit etwa 15.000 Besuchern in diesem Gebäude dann zukünftig alleine rechnen können. Und dann kommt es natürlich auch auf den Mix an, und das haben Sie zu Recht angesprochen. Es gehört in das Gesamtkonzept, wie wir die Innenstadt beleben und auch erreichbar machen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Kombination, und ich kann Ihnen sagen, das Telefon steht nicht mehr still. Viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister sind sehr interessiert an unserem Konzept. Das wäre noch eine Frage, ist Cottbus denn Vorreiter, was es angeht? Ist Galeria Kaufhof zu einem Verwaltungsgebäude oder einem Mixgebäude, oder gibt es andere Städte, die das schon machen? Es gab schon Städte, die das gemacht haben, die beispielsweise schon viel früher, als wir von Schließungen betroffen waren. Allerdings haben die wenigsten die Möglichkeit gehabt, selber Eigentümer zu werden und dadurch dann auch weniger Gestaltungsmöglichkeiten. Und das dauert dann länger, und ganz viele Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister haben uns bestätigt und haben gesagt, lasst nicht viel Zeit verstreichen, denn wenn die Menschen einmal sozusagen fremdeln und dort nicht mehr hingehen, dann wird es schwer, sie wieder zu reaktivieren, und das wollen wir nicht. Abschließende Frage von mir, Cottbus kauft auf kurzem die GBC, aber was meine Tochter gesagt hat, die Brate, mehrere Millionen, jetzt Netto-Kreditaufnahme 15 Millionen für die Galeria Kaufhof. Welches ist das nächste große Bauprojekt, was finanziert werden soll? Und leiden andere Ausgaben darunter? Das ist auch eine Frage. Danke für die Frage, da bin ich sehr dankbar. Ich will das nochmal, ich weiß, das ist kompliziert auch zu verstehen für die Cottbusinnen und Cottbusser. Ein Investitionskredit bekommt man nur, wenn man erstens eine Wirtschaftlichkeit nachweist. Zweitens, es müssen Pflichtaufgaben davon betroffen sein, wie beispielsweise Verwaltungstätigkeiten und. Das eine kann man nicht mit dem anderen vergleichen. Wir sind dran, das haben wir in der Vergangenheit zum Teil nur beschränkt getan, weil uns Eigenmittel gefehlt sind. Wir sind dran, auch
das Thema Schulsanierung, Kitasanierung, Fußwege, Radwege anzugehen, das ist davon nicht betroffen. Dafür müssen wir weiterhin, und das haben wir auch getan, die Schulden abbauen, gleichzeitig Fördermittel nutzen und die Eigenmittel bereitstellen. Und das kann ich versprechen, es wären interessante Haushaltsdiskussionen, die wir in diesem Jahr für die nächsten Jahre führen. Und gleichzeitig, auch das kann ich sagen, es wird in dieser Stadt viel gebaut, nicht nur am CTK, nicht nur auf dem Science Park, sondern überall. Eine kurze Nachfrage noch. Als der Standort Galeria Kaufhof oder als es bekannt wurde, dass er schließt, haben Sie gleich gesagt, Sie haben einen Plan B in der Schublade. Ist das jetzt genau dieser oder ist das Stück für Stück in den letzten Wochen gereift? Das ist schon der Plan B. Genau so ist es. Und wie gesagt, drücken Sie noch die Daumen. Wir haben ein Häkchen von drei. Wir brauchen noch zwei.